Am heutigen US-Feiertag Labor Day ist erwartungsgemäß wenig los an den Märkten. Deswegen will ich mal die Gelegenheit nutzen, um über wesentliche Dinge zu sprechen, nämlich über Zombies und Produktivität. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Zombies sind Unternehmen, die nicht mal ihre Kapitalkosten, also ihre Zinskosten verdienen. Und die Produktivität ist Output pro Stunde, also Produktion pro Stunde. Und hier liegen die eigentlichen Probleme, die die Notenbanken mit anderen Mitteln zu bekämpfen suchen. Sie doktern am Symptom herum, gehen aber nicht an die Ursache, kommen nicht an die Ursache. Und somit wird diese Politik der EZB und anderer Notenbanken immer absurder. Und sie produziert eben immer mehr Zombies, die die Produktivität immer mehr nach unten bringen. Zu diesen Zusammenhängen gleich etwas mehr. Wir wollen uns drei Dinge anschauen, die heute relevant waren, die heute wichtig waren, die berichtenswert sind, und wir starten mit dem Brexit. Ja, von dem hört man ja mal wieder, und wir haben die neueste Entwicklung, dass Boris Johnson möglicherweise Neuwahlen ausrufen wird, und zwar vor dem 31. Oktober. Das ist ja das Datum, wo die Briten dann ausscheiden sollten, mit oder ohne Deal. Jetzt gibt es da offenkundig durchaus viele Parlamentarier, auch seitens der Konservativen, die sagen, naja, so nicht, lieber Boris. Wir wollen kein No-Deal-Brexit haben, und es könnte sein, dass das Parlament, das er derzeit in den Urlaub geschickt ist, es dann schaffen wird, Boris Johnson zu diktieren, dass man keinen No-Deal-Brexit akzeptieren würde. Und für diesen Fall hat Boris Johnson angekündigt, dann Wahlen, Neuwahlen abzuhalten. Und das könnte bedeuten, dass diese ganze Geschichte mit dem Brexit dann wieder ins Rutschen kommt, anders wird. Ein ewiges Hin und Her. Wir haben uns ja an manches schon gewöhnt. Das britische Pfund jedenfalls hat da relativ schlechte Laune, werden wir dann in den Charts gleich sehen. Wir haben dann als zweite relevante Nachricht China. Man hat heute mehrere Aussagen aus Peking gehört. Da sagt man zunächst mal, ja, wir sollten die Bedingungen schaffen für Gespräche. Damit meint man faktisch, die Amerikaner sollten die Zölle, die zusätzlichen Zölle, die Zollanhebung, die ja jetzt am Wochenende in Kraft getreten ist und mit der die Chinesen oder auf die Chinesen mit Gegenzöllen reagiert haben, die sollten weg. Nach meiner Auffassung ist das eine ganz klare Botschaft. Das heißt, dass der Ball im Spielfeld von Donald Trump ist. Und dann hat China eben auch noch bei der Welthandelsorganisation Einspruch eingelegt gegen die neuen Zölle. Trump hatte ja noch am Wochenende gesagt, naja, die Chinesen, die wollen ja unbedingt diesen Deal, ich brauche ihn nicht. Andersrum ist es wohl eher, dass eben jetzt Donald die Zeit wegläuft. Und es ist eine Grundsatzfrage, wird er jetzt riskieren, dass die Aktienmärkte runtergehen? Wird er riskieren, dass der Verbraucher in den USA massiv betroffen sein wird? Denn das, was an Effekten da kommt durch die Zollanhebungen, das wird erst wirksam. Da sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Und drittes Thema ist die deutsche Wirtschaft. Das hat mit dem Handelskrieg ein Stück weit viel zu tun. Denn als Exportnation par excellence sind die Deutschen natürlich besonders betroffen von diesem Handelskrieg. Und wir haben heute die finale Veröffentlichung des Einkaufsmanager-Index von Market gesehen mit einem Wert, der nochmal leicht nach unten korrigiert wurde. Aber weniger wichtig, wichtiger ist, was Market dazu gesagt hat. Man hat nämlich gezeigt, dass wir jetzt, was die Geschäftsaussichten betrifft, auf einem Allzeittief sind. Market erhebt seit 2012 diese Daten, also seit 7 Jahren. Und noch nie war der Ausblick so düster wie derzeit. Die Firmen fahren, die produzierenden Firmen, das ist hier der Industriesektor, die fahren die Produktion runter und sie entlassen vor allem Leute, die nur befristete Verträge haben. Das ist sozusagen das Muster. Diejenigen, die festangestellt sind, unbefristete Verträge haben, die bleiben erstmal in den Unternehmen, aber man verlängert dann die befristeten Verträge nicht mehr. Und gleichzeitig ist bedeutsam, dass wir offenkundig hier eine deflationäre Spirale bekommen. Es hat Market klar ausgedrückt, die Firmen versuchen bei ihren Zulieferern Preisnachlässe rauszuschlagen. Das gelingt ihnen meistens. Das heißt, die Zulieferer müssen mit den Preisen runtergehen, was natürlich deren Margen wieder verschlechtert. Und so ergibt sich immer mehr Abwertungsdruck auf die Preise. Das ist einer der zentralen Mechanismen, mit der jetzt die EZB zu kämpfen hat. Und die EZB sagt, ja, dann müssen wir halt den Zins noch weiter senken und dann müssen wir vielleicht Anleihen kaufen etc. etc. Aber die Inflation ist dadurch nicht nachhaltig angesprungen. Wir haben ja jetzt schon einige Jahre dieses Experiments hinter uns und so wirklich viel gebracht hat es nicht. Aber kommen wir zum Titel, nämlich Zombies und Produktivität. Und hier will ich Ihnen mal etwas zeigen, nämlich diese Statistik, die ursprünglich von Schuldensühner, also von Holger Čepić hier erstellt wurde. Wir sehen hier diejenigen Firmen, die an der Börse gelistet sind,
die sogenannte Zombie-Firmen sind. Das sind also Firmen, die aus ihrem normalen Geschäft es nicht schaffen, die Zinskosten zu tragen. Und da haben wir in den USA, weil da die Zinsen natürlich noch ein bisschen höher sind, haben wir den höchsten Anteil von über 30% der Unternehmen, die Zombie-Unternehmen sind, es also nicht schaffen, die Zinskosten wirklich zu stemmen. Dann kommt Europa, dann kommt Indien, dann kommt sozusagen der Weltdurchschnitt Indonesien, Südkorea, China und überraschenderweise Japan ganz unten. Da sind es nur etwa 5%. Wo ist das Problem? Normalerweise nach schumpeterscher Zerstörungslogik des kreativen Kapitalismus müsste eigentlich ein Unternehmen untergehen, das nicht produktiv ist, das irgendwie keinen Mehrwert bietet, das nicht wirklich mithalten kann, Schritt halten kann. Aber dadurch, dass zum Beispiel in Europa die Zinskosten ja bei Null sind oder sogar im negativen Bereich, was die Einlagenzinsen betrifft, können diese Firmen irgendwie gerade so überleben. Aber es sind die unproduktiven Firmen, die überleben. Dadurch, dass die unproduktiven weiterleben, entsteht kein neuer Platz gewissermaßen für die Produktiven. Man könnte das mit einem Teich vergleichen, in dem der Sauerstoffgehalt immer geringer wird und sich dann eben bestimmte Pflanzen entwickeln, die weiter Sauerstoff aus diesem Teich herausziehen, sodass der ganze Teich dann irgendwann kippt. Und das ist das Problem, das wir haben, dass die Notenbanken letztendlich mit ihrer Politik diese Zombifizierung der Wirtschaft noch maßgeblich fördern, damit das Problem noch verschärfen, das sie eigentlich ja kurieren wollen. Das ist sozusagen das Paradoxe an der ganzen Situation. Und wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, dann sehen wir hier die Produktivität in Deutschland. Und die ist seit, 2017 etwa deutlich rückläufig. Das heißt, es geht mit der Produktivität nach unten. Und das ist das große Problem. Auch im großen Zeitfenster geht es nach unten. Das heißt, wir werden nicht mehr produktiver. Das Produktivitätswachstum nimmt immer mehr ab. Das ist genau das Problem, das wir haben, trotz Internetökonomie, trotz Digitalisierung, dass wir eben es nicht schaffen, weil die arbeitnehmende Bevölkerung älter wird, weniger wird, weil immer mehr Arbeitnehmende dann die Rentner eben finanzieren müssen. Das ist das ganz große Thema, das wir haben. Und solange wir sozusagen die Produktivität nicht nach oben kriegen und auf der anderen Seite die Nachfrage irgendwie anheizen können, und die EZB-Politik hat nicht wirklich viel erreicht in Sachen Nachfrage, das ist genau das Problem. Diese giftige Kombination aus Nachfrage, Mangel aufgrund einer gewissen Sättigung möglicherweise und eben der abnehmenden Produktivität schafft die Situation, auf die die Notenbanken jetzt mit einem Mittel reagieren, was das Problem eigentlich noch verschärft. Das ist so ein bisschen die Tragik unserer Zeit. Die Märkte warten ja so ein bisschen jetzt auf die EZB am 11. September. Morgen wird Mario Draghi Merkel besuchen und wird sich da ihr Okay holen wollen zu den Maßnahmen, die Draghi wohl vorschlagen wird auf seiner letzten Sitzung. Das dürfte wirklich ein entscheidendes Ereignis sein. Schauen wir uns die Dinge an in den Charts von Capital.com. Da haben wir das britische Pound zum US-Dollar 1,2061. Da sind wir nur noch ganz knapp über den Tiefs, die wir jetzt Mitte des Monats August gesehen hatten. Also ist sieht so aus, als würde der Devisenmarkt hier diese weitere Verunsicherung der Lage eher nicht gutieren. Wir haben dann den Euro-Dollar auf einem neuen Tief, wenn er kommt, da ist er, da sind wir bei 1,963, damit wieder tiefster Stand seit März 2017. Eben aufgrund der schwachen Daten aus Deutschland mal wieder, aufgrund der Perspektive, dass die EZB möglicherweise noch einen letzten goldenen Schuss haben will, mit dem sie dann die Welt rettet. Vielleicht könnten wir auf diese Rettung ja auch verzichten. Wir schauen uns gleich mal Gold an, was das hier veranstaltet. Da geht es seitwärts heute, nicht wirklich berichtenswert, 1525. Wir haben das amerikanische Crude Oil, das bei $54,57 auch eher zur Schwäche neigt. Man hat Angst eben vor diesem Angebotsüberhang bei gleichzeitiger Nachfrageschwäche. Was wir hier sehen, ist praktisch symptomatisch der Dow Jones. Wir haben dann noch abschließend vielleicht den S&P 500, den ich Ihnen zeigen wollte. Da ist er, der ist bei 2915, hier mit diesem Top schon wieder im Bereich 2940, 2950 und abschließend der DAX, der sich eigentlich ganz ordentlich hält, der eigentlich gut drauf ist im Vergleich zu den Amis. Man hat so das Gefühl, in letzter Zeit wird der DAX jetzt in Vorfreude auf die EZB ein bisschen stärker im Vergleich zu den US-Indizes, aber dann muss die EZB eben auch liefern.
Natürlich beflügelt auch ein schwacher Euro den DAX aktuell 11.954 Punkte. Also Zombies und Produktivität, das sind große Themen. Nachfrage, das sind die großen Themen. Die Notenbanken doktern am Symptom, ohne die Ursache wirklich bekämpfen zu können. Vielleicht in einem anderen Video, was man tun könnte, nämlich die Nachfrage zu steigern und die Produktivität wieder raufzukriegen. Das wäre vielleicht eine tolle Idee, aber jetzt sage ich erstmal Servus und ciao.